Hallo und herzlich willkommen zu Aragon, mein Hundeleben, heute mit dem Thema Hunderziehung. Ja, speziell bei diesem Thema möchten wir noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, wir sind keine Experten, wir berichten einfach aus unserem Alltag mit unserem Hund, von unseren Erfahrungen, wie wir das so erleben, was wir gut finden und was weniger, was sich bei uns bewährt hat und was weniger. Demnächst werden wir auch ein Video machen über unsere Bücher, die wir gelesen haben. Also hauptsächlich sie hat sie gelesen, rund um das Thema Hund, Welpe und Hunderziehung. Ja, Stefan hat eine weitere gute Idee gehabt, dass wir auch einmal auf YouTube einen Livestream machen können. Ja, ich fand das eine super Idee. Ja, die es noch nicht kennen, es gibt jetzt zwei verschiedene Plattformen, Twitch und YouTube. Und wir würden auf YouTube einen Livestream machen und das funktioniert eigentlich genau gleich, wie wenn ihr ein Video schauen würdet. Und nur, dass es live ist, 1:1, also eigentlich wie im Fernsehen. Ihr könnt, wie ihr auch Kommentare schreiben würdet, könnt ihr in den Chat schreiben. Das ist live, 1:1 und ihr könnt euch untereinander unterhalten via Chat. Ihr könnt aber auch, und das wäre ja eigentlich auch der Sinn daran, uns direkt Fragen stellen oder uns mit uns einfach eine Diskussion führen, live, 1:1, ohne irgendwelche Zeitverzögerung. Genau. Kann ja auch spannend sein, eben auch Erfahrungswerte auszutauschen. Genau, 1:1. Unter Amateuren eben mal. Oder vielleicht kommt auch ein Profi vorbei und gibt das seine natürlich spannend. Tipps zum Besten. Genau. Wie wir das genau machen, wann und wie wir das ankündigen, da müssen wir uns noch schlau machen. Also du hast gesagt, du hast auf Facebook. Wahrscheinlich ist es auf Facebook genau, und Instagram angekündigt. Genau, den Link findet ihr ja unten in der Videobeschreibung zu Facebook und Instagram. Ich denke auch, Facebook wird ganz sicher eine Ankündigung kommen, das ist eigentlich auch der einfachste Weg. Ja, und wenn jetzt jemand nicht Facebook hat? Also wenn jemand kein Facebook hat, tja. Nee. Ja, ich dann werde... Dann noch schauen, also ja, du hast gesagt, du schaust noch. Ich schaue dann noch. Er schaut noch. Ich schaue noch. Genau. Ja, irgendeinen Weg werden wir finden. Wahrscheinlich, wenn das gut läuft, also wenn das gut ankommt und wenn das funktioniert, dann können wir uns überlegen, das regelmäßig zu machen. Dann vielleicht so, weiß ich nicht, einmal im Monat, immer an einem gewissen Abend in der Woche oder so. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Und ob es euch Spaß macht. Genau. Ja, für uns fängt die Erziehung eigentlich schon beim Welpen an. Im Grunde schon beim ersten Tag, wenn man den Welpen beim Züchter abholt, beziehungsweise eigentlich fängt die Erziehung schon beim Züchter an. Aber da hat man nicht so einen großen Einfluss darauf? Ja, keinen direkten Einfluss, aber wichtig dabei ist natürlich auch, nach welchen Kriterien man die Zucht aussucht. Können wir wahrscheinlich dann auch nochmal ein Video zumachen. Wäre auch spannend, auf was wir heute achten würden bei der Zuchtauswahl. Ja, das fing auch schon damit an, dass wir, als wir mit Argon nach Hause gekommen sind, als wir ihn vom Züchter abgeholt haben, durfte er auch nicht gleich von sich aus frei das ganze Haus erkunden, sondern wir haben ihm zuerst seinen Platz zugewiesen und seinen Platz gezeigt und einen Moment da mit ihm verweilt, damit er auch nicht überfordert ist mit all den Eindrücken. Und damit er sich auch ein bisschen von der Reise beruhigen konnte. Genau, und auch damit er nicht... um einfach ihm auch das Gefühl zu vermitteln, wo sein Platz ist, auch im Rudel quasi, in dieser neuen Formation, dass ihm sein Platz zugewiesen wird und er sich den nicht selber aussuchen kann. Das hat auch schon mit Rangabfolge zu tun ein bisschen. Und dann haben wir ihm nach und nach die weiteren Räume gezeigt, wo er dann natürlich auch ein bisschen rumschnuffeln durfte. Wir haben ja bereits schon ein Video gedreht, auf Berndeutsch zwar, aber ihr dürft es gerne noch anschauen, dort ist eigentlich die Ankunft von Argon bei uns zu Hause dokumentiert, genau. Genau, das verlinken wir euch natürlich auch gerne wieder. Ja, gerade kürzlich haben wir ja das Video zur Leinenführigkeit wieder hochgeladen und da auch einen guten Input auf Instagram bekommen. Da hat jemand eine Frage gestellt zum Welpen. Und ja, bei all diesen Videos ist natürlich immer die Gefahr, dass man niemals alles sagen kann und abdecken kann. Aber wir haben jetzt diesen Trick mit der Kette gezeigt bei Aragon. Und
das würden wir natürlich bei einem Welpen nicht so machen. Also das wäre wahrscheinlich zu heftig noch. Bei Argon haben wir zu dieser Methode gegriffen, weil einfach die anderen Sachen für ihn zu soft waren, also nicht gegriffen haben. Deshalb, und das natürlich auch in Absprache mit der Hundetrainerin, die viel, viel Erfahrung hat. Was aber sicher eine gute Sache ist und auch beim Welpen schon funktioniert, ist, wenn der Welpe frisch an die Leine gewöhnt wird, also nicht den Welpen schon überall an der Leine rumschnüffeln lassen. Also nicht sagen, quasi, ah, der ist ja noch so niedlich und so klein und der will ja mal seine Umgebung kennenlernen. Das kann er im Freilauf. Und der braucht seine Umgebung an der Leine gar nicht kennenzulernen, weil der Hundehalter, der Hundehalter hat die Rolle des Rudelführers und führt den Welpen quasi und schützt ihn auch. Also ich denke, wir werden da heute auch ein bisschen tougher noch. Wir waren vielleicht da zu lasch, beziehungsweise wir haben das alles so gemacht, wie man es gelernt hat, beziehungsweise wie es uns gesagt wurde. Stehen bleiben, ihn nicht ziehen lassen, quasi Richtungswechsel und so weiter. Den Fehler, den wir wahrscheinlich gemacht haben, ist, dass wir die Leute zu sehr an ihn rangelassen haben. Das ist definitiv so, ja. Ja. Das ist vielleicht auch an dieser Stelle ein kleiner Appell an Nicht-Hundehalter oder auch Hundehalter, die eine Begegnung machen mit einem Welpen, der jetzt im Freilauf ist oder auch an der Leine. Grundsätzlich beachtet diesen Hund nicht. Also wir hätten uns das gewünscht, dass die anderen Personen diesen Hund, also unseren Hund, nicht so beachtet hätten. Nicht so sehr. Nicht so sehr beachtet hätten. Auf jeden Fall einmal abwarten und schauen, wie diese Welpe auf, oder wie der Halter reagiert, wie er das wünscht. Und zuerst, es ist ja grundsätzlich so, wenn man Hundebegegnungen hat, sollte man sich zuerst persönlich treffen, also Mensch zu Mensch, und dann Hund zu Hund. Also das ist ja eigentlich schon mal ein Grundgesetz. Dem Hund erst beachten. Also erst, oft läuft das ja so, ah, oh, wie süß, der Welpe und bla bla bla. Und die Menschen werden gar nicht beachtet und das registriert natürlich der Hund. Ah, er spielt die erste Geige. Genau, und am Anfang ist das lustig. Wir haben ja solche Situationen auch erlebt hier bei uns. Am Anfang alle Freude, ja, der Kleine, ja, so herzig und so, ja, löt doch den, also lasst ihn doch, der tut doch nichts und bla bla. Und dann 4 Monate später, oh nein, nehmt diesen Hund weg. Ja, genau. Und das ist genau der gleiche Hund. Und der hat die Welt nicht mehr verstanden. Ist er nicht mehr süß und herzig. Ja. Und für uns war das natürlich ein unglaublich kurzer Zeitraum, um da was zu verändern und aufzubauen. Und es war auch, oder auch an der Tür ist dasselbe Spiel, oder? Genau, man das will gleiche Thema. Da später hat man das Problem mit dem Gebell, wenn die Klingel läutet. Wir haben jetzt da Glück, aber das kommen wir dann auch noch drauf, wie wir das handhaben mit der Klingel. Aber es geht ja darum, die erste Begegnung sollte von Mensch zu Mensch stattfinden und nicht der Hund sollte zuerst die erste Geige spielen. Weil wenn der Hund immer überall die erste Geige spielt und überall immer so viel Beachtung bekommt, dann wird er das einfordern und dann hält er sich für den König der Welt. Und unser heißt schon King Aragorn, da muss er sich auch so fühlen, oder? Ja, nein. Nein, aber ist wirklich was ganz Wichtiges, nicht immer diese Hunde so verhätscheln und vertätscheln und Hundi hier, Hundi da, Hundi überall und ständig. Der bekommt immer noch genug Aufmerksamkeit. Lieber, also das ist ja auch oft so, drinnen werden die Hunde ständig betütelt und beachtet und die fordern Aufmerksamkeit ein, ständig noch und nöcher und man gibt ihnen die. Und dann geht man nach draußen, macht eine kurze Runde, beachtet den Hund nicht, ist am liebsten noch am Handy oder am Quatschen oder am Telefon oder weiß ich was. Und da kann der Hund dann machen, was er will. Ja, und dann wundert man sich, wenn der Hund nicht hört, beziehungsweise wenn der Rückruf nicht funktioniert. Also wenn der sich natürlich dann für den Rudelführer hält, für den König der Welt und ihm gehört alles und er muss auch alles verteidigen. Und ja, dann also besser drin Ruhe, drinnen kein Spiel, drinnen nicht zu viel Beachtung. Man kann ja dann seine Kuschelstunde haben und alles, das ist ja völlig in Ordnung. Aber lieber mal ein paar klare Übungen drin, was für den Kopf machen, ein bisschen Suchspiele,
ja, gerade passt. Und draußen dafür dann den Hund beachten, mit ihm auch mal ein Rennspiel machen oder eben am Rückruf arbeiten etc. Also das waren jetzt einfach unsere So Prämisse. haben wir es gemacht, so ungefähr, ja. Genau. Der Nachteil daran ist natürlich, dass er eine gewisse Grundaufregung hat und sich auch nicht stillhalten kann, wenn irgendjemand kommt oder wenn wir irgendjemandem begegnen draußen. Also es ist jetzt schon viel besser, aber zeitlang war es wirklich sehr unangenehm, seine Grundaufregung. Ja, Dadurch, dass genau. er halt immer überall vertätschelt und Biba und Bobo und Super viel alle Beachtung super gekriegt viel hat, ne? Beachtung gekriegt hat, eigentlich halt meistens von außerhalb, vielleicht am Anfang auch von uns selber aufgeregt und Freude und alles. Ja, aber das halt auch, gell, da triffst du jemanden draußen oder Leute, die man kennt oder nicht kennt, ist ja egal. Und dann will man den Hund zurückrufen und die anderen von weiter her schon, ah, macht nichts, lassen Sie den nur. Und dann, ja, dann hat er schon die Belohnung, die Selbstbelohnung bekommen, oder beim Gegenüber. Und dann stehst du blöd da als Halter, ne? Also das ist wirklich das Schlimmste, das man machen kann. Dann sollte man eigentlich, wenn man merkt, der Halter ruft den Hund wegschicken, dass er wirklich zum Halter gehen muss, dass der lernt, ja, also das gilt. Und da haben uns natürlich viele Leute keinen Ja, Gefallen getan. und leider Wie an konnte der ich die Tür eben Kette nicht auch. so weit schmeißen. Ja, Dass ich denn dann die kommt auch Person das treffen Hoffnung. konnte. Ja, Ja, und das nein, andere das ist war dann nicht so cool, an nicht der so Tür, toll, oder? Da klingelt und dann kennst du jemanden oder auch nicht, oder? Und das erste, ah, super Hundi, hallo, Waui und so. Und dann, ja, noch bevor man sich begrüßen kann, ist das manche Art das schon in eine Grundsatzdiskussion aus, dass die den Hund nicht beachten sollen. Ja, toll. ne? Und da verkrachst du dich mit der ganzen Nachbarschaft. Ja, das ist ja, das will man dann auch Das nicht. ist schwierig. Trotzdem wären wir heute wahrscheinlich klarer, weil es halt schon Folgen nach sich zieht. Also die Grundaufregung war dann definitiv durch und das hat uns eben auch ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht bei der Leinenführigkeit, weil alles, was sich da vorne bewegt hat, war doch einfach super toll und super spannend. Da muss man doch hin, da ist doch überall Party. Wenn man Leute sieht, dann will man hin, das ist Party. Andere Hund sieht, klar, ist schön, er hat nur gute Begegnungen gehabt. Da hatten wir auch Das ist Glück. das Positive Also er daran, findet ja. alle Leute super. Er Das ist ist immer schön. fröhlich. Ja, das ist, er Das ist ist ja uns schön. erfreulich. Er ist sehr fröhlich und das ist auch schön, wenn Ja. er so positiv auf andere Leute zugehen Das ist kann. das große Nur ist das Glück. andere Problem auch wieder, dass nicht alle Leute gerne Hunde haben. Und wenn dann so ein Hund kommt, merken die auch nicht, ist er jetzt freudig oder nicht. Und auch wenn er freudig ist, sie wollen es nicht und Punkt. Und da ist halt, ja, diese Grundaufregung sehr Ja, und schwierig dann. zu handeln. Eine weitere Frage, die es für uns zu klären gab, ist, darf der Hund bei der Klinge, also wenn es klingelt, Bei anzeigen? der Klinge. Bei der Klinge anzeigen. Ja, da waren wir uns am Anfang auch nicht ganz schlüssig drüber. Wir haben dann entschieden, ja, er darf anzeigen, wenn es klingelt. Also er darf laut geben, aber er muss dann auch wieder aufhören. Und am Anfang haben wir versucht, ihn auf seinen Platz zu schicken. Das war aber mega schwierig, eben aus den genannten Gründen. Wir haben das jetzt mittlerweile so hingekriegt, dass er zwar schauen kommen darf, er muss dann aber hinten warten. Und erst wenn wir ihm das Kommando geben, dass Das er Gut begrüßt, zeigen, also quasi genau. das, ja, das Gut zum Begrüßen. gut zum Begrüßen geben, dann darf er begrüßen. Ja, das Problem ist aber wieder, dass eben oft der Besuch selber dann das Gut zum Begrüßen gibt und wir Genau. da gar nicht mehr Das ja, das war eben am Gute. Anfang viel so, aber jetzt sind wir schon sehr viel tougher und der Hund muss wirklich weg von der Türe, so dass eigentlich der Besuch schon gar keine Chance hat, auf den Hund Einfluss zu nehmen. Ja, und wir haben jetzt auch mit einigen üben können, die da mitgeholfen haben, die wir anleiten konnten und sie wirklich gebeten haben, bitte ignoriert ihn, bis wir sagen, es ist okay, jetzt könnt ihr ihn begrüßen. Genau. Und dann ist es ja auch schön. Genau gleich läuft es auch, wenn mal im Garten etwas los ist. Er darf anzeigen, wird dann aber wieder zurückgeschickt. Wir übernehmen die Verantwortung und zeigen ihm, hey, es ist alles okay, hast du gut gemacht und jetzt ist Schluss für dich. In unserer Wohnung gibt es gewisse Bereiche, wo Aragorn nicht hin darf, wie zum Beispiel aufs Bett Unter die Dusche. oder die Dusche, außer wir wollen das, wenn es stinkt, wenn er sich wieder mal im Fuchsmist gewälzt hat.
Es gibt auch Möglichkeiten, dass man dem Hund wirklich verbietet, in die Küche zu gehen. Das wollten wir eigentlich am Anfang auch so durchziehen, aber wir haben eine offene Küche, da war es doch noch ein bisschen schwierig und vielleicht waren wir auch ein bisschen zu lasch. Und stört es jetzt auch nicht, dass er in der Küche ist. Man muss natürlich dazu auch sagen, dass wenn wir das verbieten hätten wollen, dann hätten wir es von Anfang an konsequent durchziehen müssen. Schon als Welpe. Und genau, und dadurch, dass wir sonst ziemlich viel durchsetzen mussten in der Anfangszeit, mussten wir ein bisschen Prioritäten setzen. Mhm. Also man kann ja nicht alles auf einmal verlangen. Ja, ich wollte zum Beispiel auch nicht, dass der Hund hinter den Vorhängen durchschlüpft und jetzt ist es so. Aber man kann nicht alles auf einmal erarbeiten, weil wir hatten einfach wirklich genug Baustellen und da waren andere Sachen halt wichtiger. Genau. Und da haben wir Prioritäten gesetzt und irgendwann haben wir gesagt, eigentlich ist es auch kein Problem, weil er verhält sich jetzt anständig. Ruhig. Und dann ist okay. Er liegt meistens nur umher und meistens liegt er dort, wo er am meisten im Weg ist. Aber bei ihm ist es auch nicht so ein Problem, wenn man mal über ihn steigt oder ihn mal wegschiebt, bleibt einfach liegen, man schiebt ihn in die andere Ecke. Also es ist nicht so, dass wir dann, um ihn drum laufen oder so. Und also er ist dann selber schuld. Also wenn man ihn halt, wenn er dann im Weg ist, dann stößt man ihn halt ein bisschen weg. Genau, und wenn er mal gechaukt wird, dann wird er halt mal nicht extra oder irgendwie absichtlich oder so. Aber es kann halt schon mal, dass man das über ihn stoppelt und dann merkt er das und dann verschwindet er. Meistens verschwindet er wieder dann in seinen Körbchen, weil es sowieso so bequemer ist und so unruhig in der Küche, wenn wir da arbeiten. Ja, manchmal setzt er sich auch einfach hin und schaut so ein bisschen. Schaut uns ein bisschen zu, was wir da so machen. Das genau gleiche zählt auch beim Sofa. Am Anfang wollten wir das gar nicht strikte verboten, dass er aufs Sofa kommt. Meine Frau wurde dann schwach. Ja. Er hat sich auch hochgeschmuggelt, muss man da sagen. Wer ist strenger für uns? Wer ist konsequenter? Da hat er mal schon so ein Bein hoch und dann so geguckt und dann ein zweites und dann am Schluss war er dann oben. Ja, Moment. So einfach ging das ja schon nicht. Ja. Also, es war ja so, dass... Genau, also war es so, dass als Welpe war er auch viel zu wild. Und da war es auch gar keine Diskussion. Also das kam überhaupt nicht in Frage. Und später, als er ein bisschen größer wurde, ich war da am Lesen oder irgendwas. Und dann ist er unten bei den Füßen, war er so mit dem Kopf. Und da war er auf der Seite. Und dann habe ich ihn so gekrault am Kopf. Mhm. Und dann hat er so... Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt... Okay, komm hoch. Also wer wurde jetzt schwach? Ja, schon gut. Und dann, ich war schuld. Genau, aber es ist jetzt so geregelt. Er war dann so lieb und er war ruhig. Genau, er musste ruhig sein. Genau, das war natürlich die Grundvoraussetzung. Er musste ablegen, fertig. Auf dem Sofa wird nicht gestanden oder gesessen oder herumgetorkelt. Auf Sofa ablegen, fertig. Genau. Und jetzt, er kann einfach zum Kuscheln kommen. Und sonst gar nichts. Genau, also, und er darf nur aufs Sofa, wenn wir ihm das erlauben. Also er darf nicht einfach von selber. Ich weiß, also wir wissen beide, wenn wir nicht da sind, geht er aufs Sofa. Ja, ist die Katze aus dem Haus. Das ist normal. Naja, auf dem Tisch. Aber soweit hat er die Erlaubnis, auch aufs Sofa zu gehen. Ja, ich denke, das ist auch nicht das große Problem von der Hierarchie, wenn der Hund sich eben benehmen kann. Genau. Dann geht das. Also das sagen ja auch wirklich Profis. No. So wie wir. Sind wir safe. Das Gleiche gilt eigentlich auch bei der Türe mit der Hierarchie. Zuerst der Mensch, dann der Hund. Das ist ganz klar. Schon nur... Wenn jetzt irgendjemand draußen um die Ecke steht und der Hund schießt schon raus, verloren. Darum zuerst der Mensch und dann der Hund. Genau, ja, wir haben das dann auch diskutiert beim Garten. Da ist jetzt nicht die Gefahr, dass plötzlich ein fremder Hund dasteht oder irgendwie, dass er die Oma über den Haufen schießt oder das Kleinkind. Sondern da war halt einfach für uns auch die Frage, ist er grundsätzlich anständig? Hat er grundsätzlich die Regeln kapiert? Und dann kann man den gut auch mal vor
vorne rauslassen, das spielt keine Rolle. Ich glaube, bei uns ist es immer wieder das Thema bei Aragorn, dass einfach der Level zu hoch ist, der Aufregung. Genau. Und da muss man einfach schon, hey, erstmal tust mal und dann, okay, kontrolliert ist es gut. Genau. Das, dann einfach wieder ein bisschen bei sich ist, ne? Und nicht einfach so ungestüm durchs Zeug schießt, ne? Und rausschießt und so. Ja. Das ist, glaube ich. Das ist ja auch beim Auto so, der Deckel auf, muss der Hund einfach bleiben. Und bis er das Kommando bekommt. Bis er das Kommando bekommt und dann darf er rauskommen. Das ist ja auch genau der gleiche Fall. Stellt euch vor, ihr habt dann eine Straße parkiert und macht den Kofferraum auf. Genau. Und der Hund schießt raus, wird vom nächsten Auto überfahren. Ich denke, das will niemand. Nein, genau. Ja, das gibt sich gleich die Hand mit dem Thema Nachlaufen im Haus. Viele finden das niedlich und süß und ein Liebesgeständnis, wenn der Hund einem auf Schritt und Tritt hinterherläuft. Andere sagen auch ganz klar, ja, das ist dann Kontrolle. Für uns war das nicht immer eindeutig klar. Also zum einen gilt der Bischler von der Rasse her als enorm anhänglich und menschenbezogen. Wir mussten dann ein bisschen abwägen für uns. Ja, beim Welpen zum Beispiel ist es ja ganz gut, wenn der sich an Menschen orientiert und auch ihm folgt. Aber das kann dann wirklich sehr schnell kippen. Und wir haben dann für uns lange gerätselt, ja, ist das jetzt Kontrolle? Will der einfach nicht alleine sein? Braucht er uns? Sucht er die Nähe? Und wir haben dann ein bisschen geschaut, ja, er hat eine Zeit lang angefangen, da ist er wirklich, kaum sind wir aufgestanden, ist er auch aufgestanden. Und ist uns nachgelaufen. Genau, und dann hat man wie einen Schatten. Und das haben wir dann unterbunden und haben ihn wirklich einfach zurückgeschickt auf seinen Platz. Das war wirklich mühsam, also man musste da recht insistieren und ihn halt auch wirklich manchmal wegscheuchen. Das tat manchmal ein bisschen Herzenweh, aber ja, man will ja dann kein Kontrollfigur. Aber als wir dann bemerkt haben, okay, ja, jetzt steht er nicht immer gleich auf, er kommt nicht immer gleich hinterher, sondern er kommt einfach manchmal ein bisschen gucken, was machen wir, oder sagen wir sind in der Küche, kommt er auch mal her und geht dann aber wieder, oder wir sind im Büro was am Arbeiten, dann kommt er und legt sich dahin, dann ist das für uns wiederum okay. Was uns auch sehr wichtig ist, es gibt vom Tisch nichts zu essen. Punkt. Er kriegt sein Essen aus seiner Schüssel und das war's. Ja, oder Gudeli. Ja, Gudeli ist nicht, fressen. Ja. Seine Mahlzeit, sein Barf, das kriegt er aus der Schüssel und Schluss. Das hat für uns auch gesundheitliche Gründe, warum wir einfach sein Futter geben und nicht Essensreste. Genau. Kann man sich darüber streiten, da könnt ihr euch auch unser Barf-Video anschauen, wie wir darüber denken und dann hat es eben auch erzieherische Gründe. Also Esstisch ist wirklich auch wieder ein Raumbereich für uns, auch wenn wir draußen im Garten, auf der Lounge, beim kleinen tiefen Tisch mit Gästen sitzen, da was zu knabbern oder zu trinken haben, hat der Hund einfach in diesem ganzen Raum um diesen Tisch um einfach nichts verloren. Und da wird er auch gnadenlos weggescheucht. Ja. Da haben wir auch, schon eine Wasserspritzeli, ja. So ein, wo man die Pflanzen kann. Ja. Und dann kriegt er halt mal eine Dusche. Also wir müssen auch hier wieder sagen, wenn wir alleine sind, dann ist es eben gnadenlos, ganz klar, konsequent. Sobald dann Gäste da sind, die dann ja, wieder streicheln und hier und da, und dann ist es wieder verbessert schwierig. Aber dieses Thema hat dann ja schon. Das ist überall. Da sind wir zu weich mit unseren Gästen zum Beispiel. Genau, sonst sind wir einfach dann alleine. Wir sind einfach so lieb. Wir sind viel zu lieb. Ja. Genau. Bei den Grundkommandos haben wir das so, dass wir Sitz, Platz, Fuß, Komm und so in unserer normalen Sprache sprechen. Also nicht irgendwelche Spezialwörter wie Banane, Rüebli, Elefant. was ja eigentlich auch ginge. Wir sind uns da eigentlich einig, dass wir das im einfachen Rahmen halten. Und wir denken auch, dass die Energie, die man in diese Worte legt, viel wichtiger sind als eigentlich das Wort selber. Ja, es gibt auch kritische Stimmen dazu. Also wir sagen jetzt zum Beispiel nicht Pfui, sondern einfach Nein oder lass es sein. Und man kann jetzt sagen, ja, der Hund kann das dann verwechseln, weil wir zum Beispiel ein Nein
im Alltag sehr viel gebrauchen. Wir haben jetzt für uns bemerkt, ja, wir haben damit angefangen und uns da gar noch nicht so große Gedanken darüber gemacht und wurden dann erst später damit konfrontiert, haben dann aber bemerkt, wahrscheinlich haben wir einen super schlauen Hund, der das checkt, der kapiert das einfach. Nein, also einem schlauen Hund muss man auch ein bisschen Gehirnfutter geben, oder? Sonst genau. Ist das zu einfach für den. Nee, aber wir haben bemerkt, dass das klappt, also es funktioniert. Der begreift sehr wohl, ob wir einfach in einem Gespräch ein Nein verwenden, da reagiert er überhaupt nicht drauf, oder ob wir ein Nein an ihn richten oder ein Komm an ihn richten. Ob ich jetzt, der merkt schon, ob wir unserem Sohn sagen, lass das sein und nein und komm her und tak, tak, tak. Sitz, Platz. Genau, der sagt ja manchmal, lieber die sprechen mit ihm wie mit dem Hund. Er verhält sich auch so. Nee. Also weh. Nein, aber ja, der merkt, ob es an ihn gerichtet ist oder ob das an jemand anderen gerichtet ist oder sonst eigentlich. Wie mit der Kette. Der checkt, ob wir die Kette, ob uns etwas per Zufall auf den Boden fällt oder ob wir ihm etwas vor die Füße schmeißen und sagen, hey, was soll das? Der checkt das. Das hat sehr viel mit Haltung und Energie zu tun. Genau. Und wir haben schon oft gesagt, ja, eigentlich sollte man nicht, also das ist der Unterschied zwischen Training und Erziehung. Erziehung ist eigentlich nicht Kommandos trainieren und Trainingsabläufe und mit Drill. Leckerchen was aufbauen. Leckerchen zum Aufbauen sind für uns, wir finden die super, zum Verständnis. Also wenn jetzt ein Hund auch eben gut auf Futter anspricht, dann kann man ihm damit zeigen, oder auch Klickertraining, kann man auf den Punkt genau dem Hund sagen, genau so will ich es haben. Das ist super, das ist gut. Und da sind wir auch sehr viel positiv verstärker. Aber Erziehung hat was mit Grenzen zu tun. Das ist ja dasselbe wie bei den Kindern. Und Führung. Und da würde manch einer wahrscheinlich gut dran tun, einfach mal ein Seminar in Führungskompetenz zu besuchen. Dann brauchst du nicht unbedingt in die Hundeschule, sondern... Ja, es geht eigentlich nicht um nichts anderes als um eine Leitfunktion. Genau, also viele, viele Fehler, also wie wir das jetzt schon mitbekommen haben, auch von anderen Hundeprofis, viele Fehler fangen ja beim Menschen an. Ja, Also, ja, es sind viele Fehler und Unglücke und Unfälle halt auch mit Hunden fangen beim Menschen an. Ist einfach so. Ja, und dann kommt dazu, dass man die Hundesprache nicht versteht. Also das finde ich auch noch etwas vom Schwierigsten. Da müssen wir auch immer noch ganz viel lernen. Da lernen wir noch viel und wir werden dann mal ein Video machen. Irgendwo, irgendwann. Hundesprache ist ein Riesenthema. Dazu gut, das sind wir jetzt wirklich noch genau. Nicht so weit. Darum gehen wir hier auch nicht weiter drauf ein. Ja, das. Aber super spannend auf jeden Fall. Unsere Korrekturhilfsmittel sind, wie wir schon im letzten Video bei der Leinenführigkeit gezeigt haben, die Kette zum einen oder eine Flasche mit Steinen drin, also kleine Kieselsteine. Also eine PET-Flasche. Eine kleine PET-Flasche. Ich darf meinen Spickzettel nicht zeigen. Das ist unprofessionell. oder eine Wasserspritze zum Beispiel. Ja, das sind, glaube ich, so, oder einfach ein einfaches Abschnappen mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger in die Rippen. Einfach so ein Zack, ein Stups, damit er merkt, dass das jetzt nicht gut ist, was er macht. Ja, das wird ja oft sehr kontrovers auch diskutiert, diese Korrekturhilfsmittel. Ja, man könnte jetzt sagen, ja, wieso arbeitet ihr nicht mit positiver Stärke? Man hört es ja sehr oft, dass man eben alles aufs Positive aufbauen soll. Finden wir auch super. Mhm. Also das machen wir ja auch machen sehr wir oft. Auch so, ja. Also überall dort, wo man das Positive unterstreichen kann, machen wir das. Mhm. Weil das finden wir auch grundsätzlich das Beste. Aber es ist nicht damit allein gemacht. Ich meine, das Leben ist nicht nur Tag und weiß und schön und hell und warm. Es gibt auch Winter. Es gibt auch stürmische Tage. Und ja, eben, also ihr wisst, was wir meinen. Es ist auch, es gibt schwarz und weiß, es gibt Tag und Nacht, es gibt gut und schlecht. Und ja, man kann nicht nur alleine, also das ist unsere Meinung, genau dasselbe bei der Kindererziehung. Da haben wir ja auch die Thematik immer alles nur noch so zu, ja, gehen wir, es würde zu weit führen. Ja, aber das ist so. Einfach, wir denken, dass gewisses Verhalten braucht einfach eine Korrektur. Das ist
lange nicht bei jedem Hund gleich. Also wir kennen auch Hunde in unserem Umfeld, da braucht es das schlichtweg nicht. Die sind einfach super. Ja, also unser ist auch super. Ja, ja, aber, das, aber der hat ja, einen harten einfach, Grind. Genau, der hat einen Bärenschädel. Nein, der Bärenschädel, ja. Ein Bärengrind. Genau, und da braucht es halt zwischendurch mal ein Mittel. Es ist ja nicht so, dass wir ihm die Kette oder die Flasche oder was auch immer ständig nachschmeißen bei jedem kleinen Vergehen, was er macht. Aber wenn wir ihm zum zweiten oder dann sogar zum dritten Mal sagen müssen, hey, komm jetzt her, und er kommt nicht, dann rasselt es halt. Also, ja, und das ist ja nicht so, dass man ihn da bewerfen würde mit diesen Dingen, sondern das geht darum, ja, vielleicht kassiert er die wirklich mal an den Arsch, aber was macht das schon? Der kann sich höchstens erschrecken, und das soll er ja auch, der soll merken, wow, okay, jetzt ist aber 12 Uhr, jetzt muss ich aber. Das ist auch der Sinn davon, und das ist überhaupt nicht falsch, sagen wir. Manche sagen, ja, das Vertrauen zum Menschen geht dann kaputt. Ich glaube das nicht. Also, bei uns ist das jedenfalls nicht so. Er vertraut uns völlig. Ja, wirklich. Also das kann man das so sagen. Das ist überhaupt kein Problem. Und das ist ja auch ein Riesenthema jetzt gerade, etwas vom Boden auffressen. Ja, da sind wir sehr strikte, genau. Gerade wegen Giftköden, aber auch wegen Mist oder sonst irgendwelchem. Ja, oder auch Blunde, in der Pfütze trinken, genau, abgestandenes Wasser. Genau, mit Bakterien und so. Und da muss das schnell gehen, der muss reagieren. Das könnte man vielleicht auch nicht mit jedem Hund machen. Nein. Das wirklich solche, die, ja, die muss man gleich einliefern. Die Psychiatrie einliefern, ja. Aber unser, der, man kennt ja seinen Hund auch ein bisschen und weiß, was er verträgt. Also, der rennt auch in einen Viehhüter und schüttelt sich und läuft weiter. Also, genau, also. Ja, eben. Aber das ist halt Aragorn. Das ist aber, Aragorn. Das hat, aber natürlich hat das auch Grenzen. Also wir würden jetzt zum Beispiel nie irgendwie einen Bürger oder einen Elektro, das ist sowieso alles auch verboten. Nix. Und zum Glück auch. Also das ist dann, das steht ja auch in keinem Verhältnis mehr. Also wir wollen dem Hund ja keinen Schmerz zufügen. Also das ist in keiner Weise, auch wenn man so ein Abschnappen macht. Das ist ja nicht wirklich ein Schmerz. Ja, und wir wollen dem auch nicht Angst machen. Das geht auch überhaupt nicht in das. Der soll einfach manchmal so ein bisschen, hey, ein bisschen wie so ein Wachrütteln, so, hey, hier spielt die Musik. Genau. Und das braucht nicht jeder die gleiche Intensität. Aber eben, wie gesagt, das hat Grenzen, das ist ganz klar. Mhm. Also nicht, dass wir da falsch verstanden werden. Das ist wirklich wichtig. Mhm. Und was auch in dieser Rubrik gehört, das hat alles nichts damit zu tun, dass wir die Kontrolle verlieren und aggressiv oder gewalttätig reagieren würden oder genervt. Also man sollte ja eigentlich auch mit Kindern, das ist immer schwierig, aber das passiert jedem Mal. Aber grundsätzlich, alle, die wir erziehen, sollten wir eigentlich mit Ruhe und Gelassenheit erziehen. Und eben, man wird nicht sauer auf den Hund in dem Sinn, also man hassele, wie sagt man? Ja, man ist nicht stinkig auf ihn. Ja, genau. Man ist dann nicht so surrig oder einfach so missgelaunt und so, du nährst und so. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern das hat mit klarer Führung so im Sinne, okay, jetzt braucht es das. Und dann setzt man das gezielt ein und das, dann ist auch wieder gut. Und dann kommt sofort auch ein Lob, wenn es dann gut macht. Genau. Das ist unsere Philosophie. Genau. Ja, wir das sind. Das ich glaube, wir sind überhaupt nicht böse Menschen. Nein. Also eben, und man merkt es ja auch zum Beispiel, wenn man sich über Aragorn drüber beugen kann oder über ihn drüber quasi fast legen kann oder was auch unser Sohn mit dem alles quasi anstellen kann. Also der Hund lässt wirklich alles mit sich geschehen und da kann man auch wirklich gut schauen. Also der zeigt dann auch keine Beschwichtigungssignale oder so und dann... Er genießt das. Er kommt, dieses Verpunchen. Genau, das ist ja auch diese Situationen, die wir auf dem Sofa erleben. Er kommt wirklich zu uns. Er kommt zu uns und legt sich zwischen uns. Und da können wir auch richtig kuscheln mit ihm. Wir können manchmal kriecht er unter die Beine und dann ist er halb unter meinem Bein und der Kopf ist dann irgendwo und quer und krüssi-müssi. Ja. Das ist für ihn überhaupt kein Problem. Wenn es ihm zu viel wird, dann geht er. Genau. Wenn er wieder will, kann er wieder kommen. Man hat natürlich, wir haben das natürlich auch von Welpe an geübt mit ihm. Eben auch das überall anfassen. Genau, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wenn man zum Beispiel mal zum Tierarzt muss, dass man den Hund auch ins Maul greifen kann oder die Ohren checken.
oder den ganzen Körper abtasten. Und das haben wir halt immer von klein auf gemacht. Und das ist bei ihm wirklich absolut kein Problem. Ja, der hat Ich das kann, positiv verknüpft. also, genau, wir können ihm auch währenddem, dass er frisst oder einen Kauartikel hat, können wir ihm Futter wegnehmen Futter quasi, wegnehmen ja. und ins Maul greifen. Das ist wirklich absolut kein Also es Problem. muss unserer Meinung nach auch Nein, das ist. sein, Aha, ja, ja. weil, ja, das muss eben auch sein, weil es könnte ja auch mal vorkommen, dass man dem mal eben mal was Giftiges aus dem Maul nehmen muss. Genau, Also das ist das muss absolut, funktionieren, ja, das ja. Aus ist eben auch ein Grundkommando, das absolut sein muss. Also da gibt es keinen. Und das ist halt bei uns auch so, wenn wir was ein Kommando fordern, also man muss sich überlegen, will ich das fordern und kann der das leisten? Und wenn ich das Kommando spreche, dann spreche ich es nicht irgendwie Sitz, 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 Sitz. Ja, weil sonst, oder? Ein Roller Göschenen. Voilà. Sondern dann wird das aber auch verlangt. Und dann wiederhole ich das auch nicht 100 Mal, sondern dann sagen wir Sitz, es kann ja mal sein. Also manchmal schaut er uns auch an wie eine Kuh auf dem Feld, so, so mit Ja, 100 und dann gibt, Fragezeichen. genau, dann gibt es einen zweiten, Dann mal, ein hey, zweiten Ding, genau, und vielleicht mit das ein bisschen mehr funktioniert dann. Intensität, Genau, und dann dann kann man, funktioniert es. genau, Und und wenn es dann sonst, immer noch nicht funktioniert, dann muss man halt wirklich, dann wird man ja, dann kann man zum Beispiel direkter. mal auch anstatt das Kommando abzunutzen, wiederholen, kann man auch mal sagen, hey, oder irgendwie, Oder in die Hände klatschen. oder schon schnipp. Genau. Und das, und wenn, oder was wir auch machen, jetzt zum Beispiel gerade beim Sitz einfordern, dann halt einfach so ein bisschen das Kinn hochhalten und dann muss er hinten nach unten. Aber dann Genau. nicht 100 Mal das Kommando wiederholen, sondern einfach. Genau. Oder wenn der ins Platz muss und nicht will, ja, dann wird ein bisschen an der Leine nach unten gezogen. Oder manchmal reicht auch, wenn man das so mit dem Finger ein bisschen oben drauf tippt und dann, ja, dann folgt einfach eine Handlung und nicht 700 Mal diskutieren. Und dann tut man dem Hund gar nichts. Sondern im Gegenteil, der hat einen klaren Rahmen. Der hat eine klare Ansage und der weiß, was gefordert wird und ja, der kann uns dann eben einschätzen, ne, und weiß, Genau. was kommt, ne. Das gibt auch Sicherheit. Wie definiert man Gewalt? Also wenn man ja den Hund dann nicht erzieht, zum Beispiel, und der Hund außer Rand und Band ist und andere Hunde angreift, andere Personen angreift, dann ist ja das auch eine Form von Gewalt und das ist dann eigentlich eine Gewalt, die überhaupt nicht positiv ist und sogar Schaden anrichten kann. Genau, also das ist ja immer eine Frage der Gewichtung und der Relevanz. Und das ist jetzt ein Extrembeispiel natürlich, wenn der dann wirklich ausrastet. Aber auch ein ungehorsamer Hund, der einem das Essen wegschnappt. Oder ein Hund, der die Individualdistanz nicht einhält, also der einem einfach zum Beispiel immer anspringt oder so. Das ist ja auch eine Art der Belästigung. Und da können wir nur an alle appellieren, die Halter darin zu unterstützen, wenn die da versuchen, konsequent zu sein und sagen, ja, super, dass ihr da ein bisschen drauf achtet. Ne? Und manchmal ist es ja auch ein langer Weg, also man kann ja nicht immer alles gleich. Also das heißt auch nicht, wenn ein Hund etwas noch nicht kann, man weiß ja nicht. Da kommt er zum Beispiel aus Tierheim und muss man da vielleicht lange dran arbeiten. Das sind so unsere Ansichten und unsere Meinungen, unsere Erfahrungen. Wir haben natürlich jetzt schon wieder viel, viel zu viel geredet Also und, du? und Er doch, spricht immer zu ja, viel. immer Nur er. und doch eigentlich noch lange nicht alles erzählt. Ja, wieder die Hälfte vergessen. Die Hälfte vergessen und so wie immer halt. Aber dazu möchte ich auch wieder darauf aufmerksam machen, dass wir noch einen Livestream geplant haben. Und in diesem Livestream können wir wirklich dann einmal frei Schnauze, ohne auf die Zeit schauen zu müssen, mit euch diskutieren. Und darauf würden wir uns sehr, sehr Ja, freuen. vielleicht ein bisschen detaillierter dann auf Genau. gewisse Genau, da Dinge können wir dann eingehen. wirklich Ja. ausholen, wie wir das immer bei unseren Videoaufnahmen machen und dann alles rausschneiden müssen. Ja, genau, so läuft's. Aber das könnte dann eben auch spannend sein, weil wir haben ja auch jetzt in den Kommentaren oft bemerkt oder auf Instagram oder so. Ja, es gibt so viele Details und Unterthemen und was man noch vom Hundertsten ins Tausendste besprechen könnte. Und es wäre auch mega Unendlich. spannend. Und ja, wir freuen uns. Aber dann haben wir noch ganz viel Stoff für ganz viele weitere Videos. Genau. Und von dem her ist es super, wenn wir diese Inputs von euch auch kriegen.
Gut, fertig. Nur Abo und Like, oder? Ja. Sagt, sagen, wie Sie das zu diesen Themen stehen. Wie immer freuen wir uns natürlich auf Kommentare. Gerade zu diesen Themas. Sehr interessant, eure Meinung auch mitzubekommen. Ihr dürft sehr gerne abonnieren, es ist gratis. Ich habe ein kleines Tutorial gemacht, das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, im Falle der Fälle, wenn ihr nicht genau wisst, wie das funktioniert. Die Glocke dürft ihr natürlich aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ein Like geben oder auch ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Das ist, wir sind freie Menschen. Und dann wäre es aber auch cool, wenn ihr uns sagen könnt, was euch genau, das wäre nicht, natürlich was ihr nicht gut cool. findet, genau. Weil dann kann man auch was damit anfangen. Genau, genau, konstruktive Kritik ist immer gut. Genau. Das war's wieder einmal. Das nächste Mal gibt es vielleicht wieder ein bisschen mehr Aragon zu sehen und nicht nur Gequatsche von uns. Damit ihr noch ein bisschen bei uns bleibt. Ja, ich hoffe, das war trotzdem jetzt spannend und interessant. Genau, kommt in den Livestream, das wäre mega toll, wenn wir euch da treffen würden und uns ein bisschen eins zu eins mit euch unterhalten könnten. Das wäre mega schön. Wir verabschieden uns. Bis bald. Tschüss dann. Tschüss. Genau. Das ist alles. Das müssen wir nicht alles aufzählen, aber darum kommt man nicht mehr. Nein, nicht kaufen. Schatz, es wird etwa 3 Stunden das Video. Nein. Du musst immer das letzte Wort haben. Nein, das ist für nichts, das ist schon zu viel. Bei der Zucht auch andere. In die Wohnung und zeigt ihn. Stimmt gar nicht. Piu, 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 piu. Nein, du sagst nein, nicht mehr. Ich denke, das war's. Denkst du, hä? Also, er ist der Boss. Wie immer. Ich habe nichts zu sagen. Genau. Mo? Nein. Mo? Nein. Nein. Ammo. Als wir zu Hause ankamen mit unserem Welpen, Argon-Welpen, das liegt in keinem Schluck. Das ist aber für mich. Ja. So, jetzt habe ich mal gesagt, es lädt oben. 74 Millionen. Nein, so, ich habe den Leinen aufgeschrieben. Wo wir den Mikkel-Ding? Einfach siehst du? Fuß. Das klingt jetzt los. Rückruf warten. Das lang, das sind Grundkommandos für dich. Ja. Das ist schon keine Ahnung, okay? Ja. Das ist das, was wir aufgeschrieben haben. Und hier oben. Da für das, da für den Piep, da für den Pap, da für die Puh. Ja, also, ja, bla bla bla. Entschuldigung. Nee, du bist ein Stockli. Zeig mal die Minute. Da, mit Leine. Darf ich Postboten beißen? Ja. Ich bin wie du.